haben doch bestimmt eine Liebste zu Hause oder einen Liebsten. Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen. Jetzt frage ich mich, woher kommen Sie? Welche Institution sind Sie? Sind Sie ein privater Verein, der eine kleine Meinungsforschung zu einem Geschäft macht, um mich zum Anreiz zu bringen, etwas zu kaufen? Na, wir sind von Institut für Leipzig. Ich wollte Sie eigentlich nur fragen. Das ist ja schön. Das ist sehr schön. Valentinstag ist eine Formation, die ich von Kindheit an nicht kenne. Es ist für mich was ganz Unbekanntes. Und wenn ich jemand habe, den ich liebe und beschenken möchte, dann behalte ich es mir vor, unabhängig vom Kalenderdatum, dass jetzt der Valentinstag so ein gewisses Gerummel ist. Das ist saisonbedingt, da hängt auch vielleicht, das kam ja voll aus den USA. Und das andere hängt mit Rosenmontag zusammen, also dieser katholischen Völlerei noch kurz vor der Fastenzeit. Und da frage ich mich, wieso machen wir uns in unserem Leben, in unserer Auffassung, in unserer Moral und Ethik abhängig von derartigen Kalender, wie nennt man das Ding hier, Abschnitten. Es muss doch nicht sein. Genauso der Jahresübergang von einem Jahr zum anderen, da ist ein plötzlicher Abriss. Tut uns leid, die Bank macht Schluss. Wir haben erst am 5. wieder geöffnet oder dann zählt wieder, dann kriegen sie die Auszüge. Vorher nicht. Das darf es doch nicht geben. Ein fließender Übergang, die Menschheit und das Leben geht weiter. Der Globus dreht sich. Manchmal zittert er etwas. Dann muss eine Zehntelsekunde oder eine Sekunde nachgeholt werden. Haben wir ja hinter uns. Ich glaube, wir müssten mal ein bisschen rutschen, weil der möchte hier rein. Er hat nichts geäußert. Bitte. Aber ich sehe es nicht, wenn er mich nicht bittet. Und Sie brauchen nicht zurückziehen. Sie sind nämlich dann etwas neurotisch vorbelastet. Und aus diesen Neurosen entspricht die Geschäftsaktivität. Der hat doch gar keine Lust. Wohin wollen Sie?